Willkommen bei Creepy Ghost Life. Blutmond und die Legende vom Blutmondkind. Für die einen ist er nur ein interessantes Naturschauspiel, hübsch anzusehen. Der Blutmond, der in den Herbstmonaten an unserem Himmel erscheint. Für andere ist er ein angsteinflößendes Phänomen, das mit dem Bösen im Bunde steht. Aber was ist wirklich dran am Blutmond? Und was hat das alles mit einem menschenverschleppenden Ungeheuer zu tun? Über den Blutmond gibt es viele verschiedene Legenden, Geschichten und Berichte. Aus wissenschaftlicher Sicht entsteht der Blutmond durch eine Mondfinsternis. Da die Erde den Mond aufgrund seiner Nähe zu unserem Planeten nicht komplett abdeckt, gelangen Sonnenstrahlen durch die Erdatmosphäre, scheinen zum Mond und färben ihn blutrot. Menschen aus dem christlichen Glauben sind besonders an den Blutmonden interessiert. Der US-Prediger John Hagee hat sogar ein ganzes Buch nur über den Blutmond geschrieben, in dem er die vier hintereinanderfolgenden Blutmonde mit bedeutenden Ereignissen gleichsetzt. Laut seinen Recherchen gab es im Laufe der Jahrhunderte immer wieder markante geschichtliche Geschehnisse, die mit vier Blutmonden einhergingen. Als Beispiel hierfür nennt er unter anderem für das Jahr 1493 die spanische Inquisition und für 1949 die Gründung des Staates Israel. Und in seinem Buch geht er auf noch viel mehr blutmondverknüpfte Ereignisse ein. Allerdings muss man nicht christlich gläubig sein, um mit Geschichten über den Blutmond in seiner Kultur aufgewachsen zu sein. Je nach Herkunftsland oder Glaubensangehörigkeit gibt es unterschiedliche Legenden über die Entstehung dieses bestimmten Mondes. In den nordischen Völkern, bei den Wikingern und den Germanen, glaubt man, dass der riesige Wolf Hati, was übersetzt Hass heißt, den Mond verschlingen will. Dies habe direkt mit der Götterdämmerung Ragnarök zu tun. Die Indianerstämme im Amazonasgebiet hingegen glauben fest daran, dass der Mond von einer bösen Macht gejagt wird, die versucht, ihn einzufangen. Und einmal im Jahr schafft es diese finstere Macht, den Mond mit einem Pfeil zu verwunden, sodass er von seinem eigenen Blut rot gefärbt wird. In Chinas Mythologie sind Himmelsdrachen für den Blutmond verantwortlich. Der Chaosdrache verschlingt den Mond so lange, bis auf der Erde Chaos in Form von Krach und Lärm herrscht. Erst dann spuckt er ihn wieder aus. Bei den Ägyptern allerdings ist der böse Gott Seth angeblich während der Mondfinsternis damit beschäftigt, das Auge des Horus, das sich als unser Mond getarnt hat, zu stehlen. Und in Griechenland ist man der Meinung, dass Hexen und böse Magier die Ursache für den blutgetränkten Mond seien, da sie Opferrituale in diesen Nächten durchführen würden. Bei meinen Recherchen zum Blutmond bin ich auf noch mehr düstere Verbindungen zu anderen bekannten Legenden gestoßen. Manche glauben, dass der Blutmond etwas mit dem Fluch der Werwölfe zu tun hat. So gibt es eine Geschichte, die mich schon bei meinen Nachforschungen sehr gegruselt hat. In einer dunklen, wolkenverhangenen Nacht war ein junges Mädchen alleine auf ihrem Weg nach Hause durch den Dunkelwald. Sie ging gerade einen stockfinsteren Pfad des Waldes entlang, der rechts und links mit Fichten gesäumt war, als über ihr die Wolkendecke aufriss. Der helle Mond beleuchtete den Weg, und als sie hinter sich ein Knacken hörte, sah sie sich um. Als sie auf den Pfad hinter sich blickte, erschrak sie fast zu Tode. Ein großes, pechschwarzes Tier stand dort und fixierte sie mit seinen stechenden gelben Augen. Es kam langsam näher, während das Mädchen starr vor Angst einfach nur dastehen konnte. Kurz vor ihr blieb es stehen und fletschte sie mit seinen großen, scharfen Zähnen an. Langsam umkreiste es sie. Das Mädchen nutzte die Chance, als das Tier hinter ihr war, und rannte so schnell es konnte davon. Als sie so weit gerannt war, wie sie konnte, und sich umschaute, war das Biest verschwunden. Langsam ging sie den Pfad zurück. Von dem Biest war nichts zu sehen. Aber hinter der nächsten Biegung des Weges stand ein großer Mann mit langem schwarzem Haar. Sie erzählte ihm mit zitternder Stimme von dem Tier, das sie so erschreckt hatte. Doch er ging nur langsam mit einem breiten Grinsen auf sie zu. Das Mädchen begriff noch, während sie das Knirschen und Knacken seiner Knochen hörte, dass er die Bestie war. Sie schrie vor Todesangst und wollte erneut fliehen, aber es war zu spät. Der Mann verwandelte sich in das Tier, riss das Mädchen mit einem gezielten Sprung zu Boden und begann sie zu zerfleischen. Mit ihrer letzten Kraft, ihres letzten Atemzuges, verfluchte das Mädchen die Bestie und seine Nachkommen. Als das Tier zum Himmel aufblickte, heulte es laut auf, denn der Mond hatte sich nun blutrot gefärbt. Das Tier verschwand und wurde nicht mehr gesehen. Aber noch heute kann man im Dunkelwald
das Heulen der Bestie und die Schreie des Mädchens hören. Und jedes Jahr zur gleichen Zeit dieses schrecklichen Ereignis färbt sich der Mond für eine Woche blutrot. So rot wie das Blut des Mädchens. Doch die Legende über das Wesen, das angeblich auf das jährliche Erscheinen des Blutmondes folgen soll, ist eine noch viel erschreckendere und grausamere Geschichte. Und eine, von der ich wirklich hoffe, dass sie nicht wahr ist. Die Geschichte vom Blutmondkind. Angeblich gibt es im Vatikan einige verbotene Bücher, die niemand außer den wenigen Eingeweihten zu sehen bekommen darf. Sie beinhalten das Schlimmste aus dieser und anderen Welten. In einem dieser Bücher steht die Geschichte des Blutmondkindes. Jedes Jahr im November sucht sich das Blutmondkind ein Opfer, um es mit in sein Zuhause zu verschleppen und es in dem kalten Feuer des unheiligen Blutes zu taufen. Das Blutmondkind hasst die Menschen und freut sich auf den einen Tag im Jahr, an dem es seinen Blutwald verlassen kann. Es sucht nach einem Unglücklichen, der zu diesem Tag mehr als 6000 Schritte gegangen ist. Das Blutmondkind ist kein Mensch und es war auch nie menschlich. Es hat lange schwarze Haare und 4 Arme mit langen messerscharfen Fingernägeln, aber keine Beine. Es ist über und über mit Blut beschmiert, hat pechschwarze Augen und einen großen Mund voller scharfer, spitzer Zähne. Das Ungeheuer kann sich sehr schnell bewegen, ohne dabei auch nur ein kleines Geräusch zu verursachen. Der blutende Wald, die Heimat des Blutmondkindes, ist schlimmer als die Hölle. Die Unwürdigen werden dazu gezwungen, bis in alle Ewigkeit immer wieder in ihrem eigenen Blut zu ersticken. Und denjenigen, die versuchten zu beten, werden die Münder mit brennenden Fäden zugedient. Wenn das Blutmondkind sich ein Opfer ausgesucht hat, wartet es in einer dunklen Ecke des Hauses darauf, dass der Unglückliche endlich einschläft. Erst dann kommt es heraus und verschleppt sein machtloses, überraschtes Opfer in den Blutwald und es wird nie wieder gesehen. Wenn ich nur daran denke, bekomme ich eine Heidenangst und eine Gänsehaut. Und ich weiß jetzt schon, dass ich mich in den Blutmondnächten besonders genau umschauen werde. Also, was meint ihr dazu? Ist der Blutmond nur ein Naturschauspiel, das hübsch anzusehen ist? An welche der Legenden über den Blutmond glaubt ihr? Und was ist mit dem Blutmondkind? Eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, einen Daumen hoch dazulassen und meinen Kanal zu abonnieren.